US-Marine testet Laserwaffensystem von Tesla. Im Laufe seines Lebens patentierte Nikola Tesla über 300 Erfindungen in 26 Ländern der Welt. Seine revolutionären Ideen waren ihrer Zeit so weit voraus, dass viele von ihnen wie Science-Fiction erscheinen. Tesla sagte voraus, dass die Welt sich bald in ein großes Gehirn verwandeln würde. Was? Denn es gibt viele Hinweise darauf, dass der Wissenschaftler an geheimen, tödlichen Waffen gearbeitet hat. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, mal wieder von Riddle.de. Es geht heute um Nikola Tesla. Das Video heißt US-Marine testet Laserwaffensystem von Tesla. So, ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Wir gehen direkt rein. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und los! Ende 2018 errichtete nicht weit von Milford, Texas, ein Unternehmen namens Wizard Technologies einen ungewöhnlichen Turm. Mit seinen gitterartigen Stützen und der halbkugelförmigen Spitze sieht er aus wie der berühmte Nikola Tesla-Turm. Diese freie Energie-Vibes, ne? Doch sie haben mehr gemeinsam als nur das Aussehen. In Zusammenarbeit mit der Baylor University versucht das Unternehmen, ein Stromnetz ohne Leitungen, Masten oder Umspannwerke aufzubauen. Es könnte helfen, fast 1,5 Milliarden Menschen mit Strom zu versorgen, die bisher keine Infrastruktur hatten. Die Entwicklungen der Wissenschaftler basieren auf Zenneck-Wellen, die dreimal so groß und schneller als Bluetooth sind. Ich schwör's dir, das ist 100% möglich. Ich bin mir sicher, dass das möglich ist. Küss mal andere Drüsen, hab schon blaue Flecken. Okay, ich küsse eure Thymusdrüse, meine lieben Freunde, hast recht. Und im Gegensatz zu anderen bestehenden Arten der Energieübertragung sind sie nicht anfällig für Sonnenstrahlen, Blitze oder elektromagnetische Impulse. Nikola Tesla war bereit, ein drahtloses Stromnetz zu schaffen vor 120 Jahren. Aber nicht alle seine Erfindungen waren harmlos. Außerdem können einige von Teslas Kreationen sogar das Ende der Welt bedeuten. Oh shit. Im Laufe seines Lebens patentierte Nikola Tesla über 300 Erfindungen in 26 Ländern der Welt. Der überlegt mal, ey, gibt's so eine Leute heutzutage überhaupt noch, Freunde? Und obwohl die Zahl seiner nicht patentierten Erfindungen fast 1000 beträgt, kennt niemand die genaue Zahl. Seine revolutionären Ideen waren ihrer Zeit so weit voraus, dass viele von ihnen wie Science-Fiction erscheinen. Damals, 1926, veröffentlichte das Collier's Magazine ein schockierendes Interview mit dem genialen Erfinder. Tesla sagte voraus, dass die Welt sich bald in ein großes Gehirn verwandeln würde. Was? Menschen würden miteinander kommunizieren, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Und die Geräte dafür würden in eine Jackentasche passen. Er sagte den Aufstieg des Internets, der Mobiltelefone und der Wi-Fi-Technologien praktisch voraus. Außerdem war sich der Wissenschaftler sicher, dass alle Eisenbahnen elektrifiziert und Häuser automatisiert werden würden. Tesla sagte aber auch Dinge vor. Er hat das Game schon durchgespielt, Bro. Der war schon voll weit vorne. Der hat ja auch die Grundlagen dafür genutzt, für die meisten, die Grundlagen dafür gelegt, für die meisten Technologien, die wir heute haben. Heute noch unglaublich erscheinen. Er spekulierte über fliegende Autos und Parktürme. Doch um diese zu entwickeln, brauchte die Menschheit fast 100 Jahre. Erst im 21. Jahrhundert kamen die ersten Nachrichten über die Arbeit an solchen Autos heraus. 2022 kündigte ein kalifornisches Start-up-Unternehmen Aleph Aeronautics die Entwicklung des Aleph Model A an, eines Autoprototyps mit Elektroantrieb. Mit 8. Oh, Digga, so sehr ich den technischen Fortschritt auch kritisiere, sage ich mal in Anführungszeichen, auf ein fliegendes Auto hätte ich schon, oder ein fliegender Scooter, Bro. Lovelock auf einen fliegenden Scooter, Bruder, in Tulum, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Ich bin halt schon so ein Action-Guy. Da hätte ich schon Bock drauf. Elan hebt das batteriebetriebene Auto senkrecht ab. Es ist mit einem Autopiloten ausgestattet, der Hindernissen ausweicht, und er hat einen riesigen Fallschirm für den Fall aller Fälle. Die Geschwindigkeitsspanne des Autos beträgt über 300 Kilometer am Boden und fast 180 Kilometer in der Luft. Es wird bereits erfolgreich getestet.
Aber das Unternehmen wird die Massenproduktion und den Versand nicht vor 2025 starten. Aber wenn du Teslas Spekulationen über die Fotografie... Scheiße, 2025, Digga, wir werden noch einiges mitbekommen, glaube ich. Also wenn die Welt bis dahin noch am Start ist überhaupt. Hörst, vergisst du sofort die fliegenden Autos. Zu seiner Zeit war dieser Bereich erst in der Entstehung. Zum Beispiel die Kodak-Kameras wurden 1888 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber Tesla war besessen von der bahnbrechenden Art der Fotografie, die Bilder vom menschlichen Geist machen konnte. In den frühen 30er Jahren kündigte er an, dass er Gedanken fotografieren wolle. Das ist wild. Das ist wild, Bruder, ich schwör's dir. Ab 1893 hatte er Nachforschungen angestellt, die ihn davon überzeugten, dass ein bestimmtes mentales Bild durch Reflexion ein Bild auf der Netz... Digga, bald musst du nur noch sitzen und denken und da passiert alles von alleine so. Stell dir vor, Videos schneiden, Digga, am Strand entspannt so. Einfach Arme hinter den Kopf legen so. Strand liegen und dann mit meinen Gedanken einfach das Video schneiden, so. Ich brauch nicht mal einen PC, du brauchst wahrscheinlich nicht mal einen PC, Digga. Weißt du, wie ich meine? Du liegst einfach da, Digga, und connectest dich mit deinem PC zu Hause irgendwie. Wahrscheinlich mit Chip im Kopf dann. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Stell dir vor, du liegst so da und schneidest einfach das Video fertig, so ohne was zu machen, sondern nur du denkst darüber nach, okay, mach jetzt das, dann zoom da ein bisschen ran, okay, weiter, spul zur nächsten Szene, wo ich rede und dann zoom ran. Also ich hätte schon Bock darauf, keine Videos mehr per Hand schneiden zu müssen. So. ...haut erzeugen müsste, das mit einer bestimmten Maschine gelesen werden kann. Tesla nannte sie künstliche Netzhaut. Die weit verbreitete Nutzung von Radiowellen im späten 19. Jahrhundert inspirierte ihn dazu, einen Gedankenapparat zu erfinden. Er glaubte, dass sich die menschlichen Gehirnströme durch spezielle Sender genauso ausbreiten können wie Schallwellen durch das Telefon. Es klingt ganz vernünftig, aber die Forscher versuchen immer noch, einen Weg zu finden, dieses Konzept umzusetzen. 2023 brachte ein Team von Neurobiologen aus den USA, Singapur und Hongkong einer künstlichen Intelligenz bei, Gedanken durch Scannen des Gehirns zu entschlüsseln. Während des Experiments... Dann ist auch nichts mehr mit Lügen, ne, Freunde? ...die Freiwilligen im MRT-Scanner und sahen sich Bilder an. Die Wissenschaftler scannten ihre Gehirne... Krass, an so einem Ding haben die auch bei Two and a Half Men, wo Walden gekommen ist, der Dings hier, Kutscher... Da hat der doch mit dieser einen Ollen da, hat er doch auch an so einem Ding gearbeitet. Beobachteten die Veränderungen in ihrem Blutkreislauf. Das Experiment zeigte, dass die künstliche Intelligenz Bilder aus den Gehirnen der Teilnehmer generieren konnte, die zu 84% mit den Ausgangsfotos übereinstimmten. Vielleicht haben sich die Wissenschaftler der Erschaffung des Gedankenapparats etwas genähert. Allerdings sahen nicht alle Ideen von Tesla einfach nur fantastisch aus und erschienen harmlos. Einige von ihnen waren so wild, dass Wissenschaftler nicht einmal riskieren wollten, sie umzusetzen. 1889 begann er, Hochfrequenz- und Hochspannungsströme zu untersuchen. Tesla fand heraus, dass bei einer Frequenz von über 700 Hertz Strom fließt auf der Oberfläche des Körpers und das schadet dem Gewebe nicht. Die Experimente führten den Erfinder zu einer ungewöhnlichen Desinfektionsmethode. Die Wirkung des Stroms auf die Haut zeigte, dass es möglich ist, auf diese Weise Ausschlag zu heilen, Poren zu reinigen und Keime abzutöten. Der Typ, ja. Diese Methode wurde das kalte Feuer genannt. Tesla schlug vor, es anstelle von Wasser und Seife zu verwenden. Er war davon überzeugt, der ist ja krass unterwegs gewesen, ne, Tesla? Dass Elektrizität nicht nur um ein Vielfaches effizienter war als die traditionellen Hygienemethoden, sondern auch einen erheblichen Energieschub bringen würde. Auf einer Metallplatte stehend wurde eine Person einem Wechselstrom von 2,5 Millionen Volt ausgesetzt. Von außen sah es so aus, als würde sie brennen. Die Erfindung wurde nie finanziert, aber die Methode ist in der modernen Elektrotherapie weit verbreitet. Ja, Digga, das ist schon krass. Ich glaube, das kann einen heftigen Effekt auf uns haben. Doch nicht alle. Genauso wie auch Frequenzen wie Musik und so einen heftigen Effekt auf uns haben. Da habe ich gestern ein Dings gespeichert zu. Das gucken wir uns danach mal kurz an. Und Teslas Schöpfungen waren für friedliche Zwecke bestimmt. 1898, bei der Elektroausstellung im Madison Square Garden, präsentierte der Ingenieur der Öffentlichkeit ein ferngesteuertes U-Boot. Das winzige Gefäß, etwas über einen Meter lang und ein...
Ah, da haben die einen Affen reingesetzt, ne? Meter hoch, mit kleinen Antennen an Bord, bewegt er sich von selbst um den Pool. Im Inneren war es ausgestattet mit einer Batterie, Funkmodulen und Elektromotoren. Außerdem konstruierte der Erfinder eine Vorrichtung zur Steuerung des Bootes. Tesla selbst nannte das Fernsteuerungskonzept Teleautomatik. Der Vorgang... Überlegen, so eine Sachen gab es damals nicht. Weißt du, wie ich meine? Der Typ hat es einfach erfunden. Also ein ferngesteuertes U-Boot, bruv. ...wirkte auf die Zuschauer magisch. Im folgenden Interview behauptete Tesla, dass solche U-Boote, die mit Torpedos beladen sind, aus sicherer Entfernung gestartet werden können, heimlich durch geminte Gewässer schwimmen, einen Feind angreifen und zurückkommen können. Der Erfinder war überzeugt, dass solche Maschinen in einer Es ist halt, man muss ganz klar, der Typ war heftig, ne? Tesla war krass, der hat auch schon viele Sachen, die wir heute benutzen, halt vorgedacht, so. Aber auch viele Sachen, die uns nicht wirklich, als Menschen nicht wirklich gut tun. Weißt du, was ich meine, so, wenn du so überlegst? Also ich bin der Meinung, dass dieser ganze technische Fortschritt auch einen sehr negativen Effekt auf uns Menschen hatte. Auch mit diesem Internet, WLAN, Computern, diese ganze Scheiße. Also man kann das alles natürlich auch positiv nutzen, aber ich glaube, es hat sehr viele Menschen getrennt vom Menschsein so. Getrennt von der Natur, getrennt vom echten Leben. Einen entscheidenden Vorteil bringen und Menschenleben retten könnten. Das Militär kam jedoch zu dem Schluss, dass die Steuerung eines solchen Schiffes Handlungen erfordert, die im Kampf nur schwer durchführbar wären. Trotzdem sind solche Drohnen heute Realität. Zum Beispiel im Mai 23 Nauticus Robotics demonstrierte die Fähigkeiten der Defender, einer revolutionären Unterwasserdrohne. Technologie ist okay, kommt drauf an, wie wir sie nutzen. Ja, safe, aber kommt meiner Meinung nach in welchen Händen? Und das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn es in guten Händen ist, kann es für gute Dinge benutzt werden. Aber es gibt leider nicht mehr viele gute Hände, die die Fäden mehr oder weniger in der Welt in der Hand haben, weißt du? So, wenn es überhaupt noch welche gibt. Deswegen ist es halt schwierig. Ihr Hauptmerkmal ist die Software Toolkit, die künstliche Intelligenz unterstützt. Dank ihr kann sie Sprengstoffe auf große Entfernung aufspüren und neutralisieren. Elektrisch betriebene Zeppeline waren eine weitere revolutionäre Erfindung Teslas. Er behauptete, sie könnten Passagiere von New York nach London befördern in nur 3 Stunden in einer Höhe von über 13 Kilometern über dem Boden. Krass. Der Erfinder dachte, dass solche Maschinen die benötigte Energie aus der Atmosphäre beziehen würden, ohne dass sie zum Auftanken landen müssten. Er war sich auch sicher, dass sie dort landen könnten, wo der Passagier es wollte. Leider war kein einziges Unternehmen bereit, einen Kredit für eine so revolutionäre Idee zu gewähren. Aber fast 100 Jahre später erobert die Menschheit mit Leichtigkeit den Himmel. Und in der Rüstungsindustrie ist es schwer, jemanden mit Drohnen zu beeindrucken. Anfang 2012 haben sie mit der Massenproduktion... Die haben einfach seine Ideen, die haben die abgewiesen und dann selbst geklaut und selber umgesetzt irgendwie. Black Hornet Nano begonnen. Das kleinste unbemannte Luftfahrzeug der Welt. Krass, 18 Gramm? Winzige Abmessungen, 10 mal 2,5 Zentimeter. Bro, es gibt doch auch so, man sagt doch auch, es gibt so Cyborg-Bienen, ne? Es gibt doch schon so kleine, die wollten doch mal, ich weiß nicht, ob die immer noch daran forschen, aber weil Bienen aussterben, wollten die doch so Fake-Bienen. Wir haben uns davon doch mal was reingezogen. Ich weiß nicht, ob es ein Szenario war oder ob das echt war. Es gibt doch so Cyborg-Insekten schon. Kennt ihr die? Die sind so klein, Bro. Bro, irgendwann könnt ihr mit so ganz kleinen Drohnen, die sind so groß wie Fliegen oder sehen aus wie eine Biene, Digga, fliegen die zu dir nach Hause rein und belauschen dich oder je nachdem, was die machen wollen. Weißt du, was ich meine, Digga? Krasse Scheiße, Bro. Haben sie es geschafft, eine beträchtliche Anzahl von Sensoren, 2 optische Kameras und ein Wärmebildgerät unterzubringen. Es ist praktisch unmöglich, sie zu hören oder abzuschießen, was sie für Überwachungsaufgaben unverzichtbar macht. Krass, Digga. Nikola Tesla arbeitete auch im Bereich der Verteidigungsindustrie. 19... Das ist ein Mini-Hubschrauber, bro. 17 bot der Wissenschaftler ein U-Boot... Wie geht da, was läuft? ...das Gerät an. Er bewies, dass es möglich war, ihre Position mit elektromagnetischen Wellen zu verfolgen. Damals nahm niemand seine Idee ernst.
Aber schon in den 30er Jahren tauchten die ersten Radargeräte auf. Das sind Systeme, die helfen, Objekte auf dem Boden, unter Wasser und in der Luft zu orten und ihre Nähe und Geschwindigkeit zu bestimmen. Die meisten von Teslas Erfindungen. Das Dings haben doch auch so ein Radar-mäßig, ne? Wie heißen die? Fledermäuse, Bro. Die fliegen doch nirgendwo gegen, ne? Die haben doch auch so eine Art Radar, glaube ich, sonarmäßig, oder? Blieben zu seinen Lebzeiten auf dem Papier. Aber vielleicht ist das auch gut so. Denn es gibt viele Hinweise darauf, dass der Wissenschaftler an geheimen, tödlichen Waffen gearbeitet hat. Um Tesla und seine Erfindungen ranken sich seit jeher viele Mythen. Einer davon steht im Zusammenhang mit einer Katastrophe, für die Wissenschaftler noch keine Erklärung gefunden haben. Am 30. Juni 1908 erschütterte eine gewaltige Explosion ein abgelegenes Gebiet. Der Tesla ist schon ein dubioser Dude, ne? Ein bisschen. Das Gebiet in Sibirien. Die geschätzte Kraft war vergleichbar mit über 20 Megatonnen TNT. Zeugen berichteten, dass zunächst eine zweite Sonne am Himmel erschien, die mit erschreckender Geschwindigkeit flog, bis sie 17 Kilometer weit von der Erde aus explodierte. Aber von diesem Tunguska habe ich schon mal gehört. Die Explosionswelle umkreiste die Erde und wurde von allen meteorologischen Observatorien weltweit registriert. Die Explosion des Feuerballs mit einem Durchmesser von 100 Metern verwüstete 2000 Kilometer der Taiga und entwurzelte 80 Millionen Bäume. Sie konnten die Explosion 800 Kilometer vom Epizentrum weit entfernt hören. Zeugen, die 60 Kilometer entfernt waren, erinnerten sich daran, dass der Boden unter ihren Füßen bebte, ohrenbetäubender Donner grollte und der Himmel voll von Blitzen war. Der Energieausbruch war 185 Mal höher als die der Atombombe von Hiroshima. 185 Mal höher? Sogar in Großbritannien waren seismische Erschütterungen zu spüren. In den folgenden Tagen wurden auf der gesamten Nordhalbkugel helle, silbrige Wolken am Himmel beobachtet. Was war das denn offiziell? Und die Nacht war so hell wie der Tag. Ja, das war schon Thema in ein, zwei Videos, die wir uns reingezogen haben. Gibt es über 100 Versionen, was die Explosion ausgelöst haben könnte? Eine davon ist mit dem Namen Nikola Tesla verbunden. Die Gerüchte besagen, dass ähnliche Effekte auftraten, als der berühmte Erfinder in seinem Wardenclyffe Tower Experimente durchführt. Stell dir vor, Bruder hat einfach Experiment gemacht, Digga. Einen Mückenschwarm. Ich küsse dein Herz. Stell dir vor, der Bruder hat einfach Experimente gemacht und hat dann für so eine Explosion gesorgt, Bro. Er hat einfach zu mies recherchiert, Digga. Ich schwöre. Leon, kommt das Video auch auf YouTube? Ey, Digga, ich habe halt eine Sperre gerade auf YouTube, aber das Video wird safe kommen. Ja. Nächste Woche kann ich wieder Videos hochladen. Ich küsse dein Herz. Tunguska-Ereignis. Mal gucken, was Wikipedia sagt. Das Tunguska-Ereignis bestand aus einer oder mehreren sehr großen Explosionen, daher auch Explosion am 30. Juni 1908 im sibirischen Blablabla, der heutigen Region Bla, deren Ursache sich bisher nicht zweifelsfrei klären ließ. Das Ereignis, ein vermutlicher Meteoritenfall, fand in der Nähe des Flusses steinige Tunguska in Siedlungsgebiet der Evenken statt. Aber die sagen vermutlich Meteorit, aber es wurde kein Meteorit gefunden und keine Steine aus dem All und so. Also es wurde nichts gefunden. Das haben wir uns reingezogen. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Video es war. Als wahrscheinlichste Ursache gilt der Eintritt eines Asteroiden, der nach Region benannten kleinen Komet in der Blablabla, wo er in einigen Kilometern Höhe explodierte. Nach neuen Erkenntnissen ist auch eine vulkanische Eruption nicht auszuschließen. Die wissen es einfach nicht, bruv. Krass, ne? Entladungen, die den Himmel zum Glühen brachten. Der Erfinder war sein ganzes Leben lang von der Idee der drahtlosen Stromüberzeugung besessen. Er begann mit der Planung seines Turms in den 98ern. 3 Jahre später begann er mit dem Bau. Da die Finanzierung gestoppt wurde, wurde sie nie fertiggestellt, aber es gibt eine Hypothese, dass er bis 19... Ist doch okay, Jungs, Mädels, wir haben uns eben das Video über Wikipedia reingezogen. Das ist mir schon bewusst, dass Wikipedia keine verlässliche Quelle ist, so. Aber es ist geil, wenn wir uns Videos reinziehen, abzugleichen, was offiziell Mainstream-Narrativ ist. Versteht ihr das, meine lieben Freunde?
Das mache ich. Ich glaube dem nicht. Ich will nur gucken, was sagt denn die offizielle Wissenschaft oder was sagen denn die Leute dazu gerade im Mainstream, damit man das ein bisschen abgleichen kann. Es ist wichtig, sich auch diese Seite reinzuziehen. Wenn ihr es noch nicht versteht, aber es ist wirklich wichtig so. 108 damit experimentierte. Und sie sagten, das Ganze sei nicht nur für friedliche Zwecke. Man darf nicht die Augen verschließen vor keiner Seite. Man muss sich die Informationen so breit gefächert wie möglich holen, damit man dann wirklich ein vernünftiges Bild sich machen kann über die Situation. So. Man darf nicht sagen, ja, ich guck mir das gar nicht erst an, ich blend das aus und so. Dann guck dir alles an und schalt deinen logischen Menschenverstand an und dann kommst du der Wahrheit näher, als wenn du eine Seite komplett ausblendest, meiner Meinung nach. ...gewesen. In seinem Interview mit der New York Times behauptete Tesla, dass seine experimentellen drahtlosen Stromübertragungsgeräte jedes Gebiet auf der Erde zerstören und in eine leblose Wüste verwandeln können. Ach du Scheiße. Das Tunguska-Ereignis fand wahrscheinlich ohne Teslas Einmischung statt, denn sonst hätte das Militär es bestimmt sofort untersucht. Vielleicht ist es aber auch genau deshalb passiert. Denn es gibt noch andere Legenden, nach der die letzten Arbeiten des Wissenschaftlers für das sogenannte Philadelphia-Experiment verwendet wurden. Am 28. Oktober 1943 verschwand die USS Aldrich in einer philadelphischen Naval Shipyard angeblich urplötzlich. Fast unmittelbar danach wurde es in Norfolk gesichtet, also fast 360 Kilometer entfernt. Und weitere 30 Minuten später tauchte es wieder am Ausgangspunkt auf. Was? Aber es musste doch nur für die militärischen Erkennungssysteme unsichtbar werden. Das Ergebnis? Die unerwartete Teleportation tötete... Warte mal kurz, Digga, ich war kurz raus. Was ist da passiert, danach Digga? Danach wurde es im Experiment verwendet wurden. Am 28. Oktober 1943 verschwand die USS Aldrich in einer philadelphischen Naval Shipyard angeblich urplötzlich. Fast unmittelbar danach wurde es in Norfolk gesichtet, also fast 360 Kilometer entfernt. Digga, was erzählst du mir hier gerade? Und weitere 30 Minuten später tauchte es wieder am Ausgangspunkt auf. Stell dir mal vor, Digga, sowas ist möglich, Bro. Aber es musste doch nur für die militärischen Erkennungssysteme unsichtbar werden. Das Ergebnis? Die unerwartete Teleportation tötete 160 Besatzungsmitglieder. Was? 27 Matrosen wurden buchstäblich ein Teil des Schiffes, als wären sie in seine Strukturen eingebettet worden. Digga, wir sind jetzt hier, das ist mies, Digga, mieses Szenario gerade. 13 starben durch Strahlung und Stromschlag, während der Rest ein... Guck mal, jetzt mal eine generelle Frage an den Chat, meine lieben Freunde. Macht mal eine 1 in den Chat, wenn ihr denkt, dass sowas generell möglich ist, so. Glaubt ihr, dass sowas wirklich, also dass sowas eventuell möglich sein könnte? 1 in den Chat. Wer sagt auf keinen Fall, so wie Andrew, 2 in den Chat? Verschwand. Weil die Ergebnisse so schrecklich waren, wurde das Teleportationsexperiment nie wiederholt. Und heute gibt es keinen Beweis. Rhinox sagt vorhin, Digga, was Wikipedia ist keine vertrauenswürdige Quelle und sagt, yo Leon, google mal, das Projekt gab es wirklich. Google ist dann verifiziert oder was, Digga, ich küsse dein Herz, Bro. Dafür, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Die einzige Quelle für Informationen über das Philadelphia-Experiment war der ehemalige Handelsmarineur Carl M. Philadelphia-Experiment, Digi. Hast du selber gemerkt, ne, Rhinox? Ich küsse dein Herz, Bruder. Das Philadelphia-Experiment ist eine Legende um ein Experiment mit einer Tarntechnologie, die in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt worden sein soll. Die Legende geht auf öffentliche Briefe eines einzelnen Augenzeugens zurück. Ein Augenzeuge, das ist schon das des Matrosens Carlos Miguel Altende, alias Karl... Bla bla bla. Der erstmals 12 Jahre nach dem angeblichen Experiment diese Behauptung aufstellte. Demzufolge soll der Geleitzerstörer vollkommen unsichtbar geworden und sogar kurzzeitig plötzlich in 500 Kilometer Entfernung Hafen von North Virginia erschienen sein, bevor er in Philadelphia, Pennsylvania rematerialisierte. Einfach rematerialisiert, na Mann.
Ist halt ein Augenzeuge, ne? Was soll ich dir sagen? Der behauptete, Zeuge des Experiments gewesen zu sein. Es gibt aber auch die Hypothese, dass bis 1942 Nikola Tesla verantwortlich für das Projekt Regenbogen war, ein Vorgänger von Stealth, der modernen Technologie für Unsichtbarkeit. Das Programm umfasste die Entwicklung von geometrischen Formen und strahlungsabsorbierenden Materialien, die den Radarquerschnitt einer Maschine verringern konnten. Das Projekt war streng geheim und sollte den Ausschlag für den Zweiten Weltkrieg geben. Für das Experiment, bei dem ein Schiff verschwinden sollte, musste eine elektromagnetische Blase erzeugt werden, die das elektromagnetische Feld um ein Objekt herum verändert und so die Radargeräte ausschaltet. Tesla. Ich, Mann, Digga, ich finde seine Videos auch richtig krass animiert, Bro. Da muss ich nochmal Props raushauen. Also der zieht einen richtig in so einen Film rein, ne? Auch wenn es vielleicht nicht wahr ist, so, beziehungsweise das nicht stimmt, wie es erzählt wurde. Ich finde es trotzdem richtig krass animiert, dass man sich das so wenigstens vorstellen kann, wenn es denn gewesen wäre, wie das dann aussah, so, weißt du? Das ist krass. Stattete den Zerstörer mit seinen berühmten Spulen aus. Und an Bord erzeugte eine geheime Einheit ein starkes elektromagnetisches Feld um das Schiff. Ein spezieller Generator machte es möglich, das Verschwinden zu kontrollieren. Die Zeugen des Experiments behaupteten, sie hätten ein grünes Leuchten und die Spur des Schiffes auf dem Wasser beobachtet, nachdem es unsichtbar geworden war. Der Wissenschaftler rechnete mit Verlusten und schob das Experiment auf, indem er die Ausrüstung immer wieder umgestaltete, bis er es schließlich aufgab und das... Vegeta sagt gerade, Bruder, ich feier das, dass du hinterfragst. Es sollte mehr so Leute wie Leon geben. Und ohne jetzt zu übertreiben, aber immer wenn ich mit euch zusammen diese Videos gucke, fühle ich mich nicht alleine mit meinen Gedanken. Danke dir, Leon. Hör niemals auf, die Leute zu informieren. Der Rest liegt an uns selber, was wir davon halten. Liebe, Bro. Danke für die schönen Worte. Gang. Projekt beendete. Doch nach seinem Tod wurde das Experiment durchgeführt. Sowohl um das Tunguska-Ereignis als auch um das Philadelphia-Experiment ranken sich viele Mythen, sodass es ziemlich schwierig ist, Teslas Beteiligung daran zu beweisen. Es gibt jedoch echte Beweise dafür, dass der Wissenschaftler an der Entwicklung verschiedener Arten von tödlichen Waffen gearbeitet hat. Nikola Tesla hat... Warum hat er das gemacht aber, Bro? ...über 1000 Erfindungen gemacht. Und fast alle von ihnen konnten nicht nur für friedliche Zwecke genutzt werden, sondern auch, um die militärischen Fähigkeiten einer Nation zu verbessern. Manchmal waren seine Erfindungen so gefährlich, dass Experimente mit ihnen den Schöpfer selbst töten konnten. 1893 patentierte Tesla seinen elektromechanischen Oszillator. Das Gerät selbst wog nur etwa 1 Kilogramm, aber der Erfinder konnte ihn auf eine solche Frequenz einstellen, dass selbst die kleinste Schwingung massive Resonanzen in den umliegenden Objekten hervorrufen konnte. Bei einer ausreichenden Anzahl von winzigen Schwingungen konnte er sogar ein großes Gebäude erschüttern und zerstören. Tesla verbesserte ihn bis zum Jahr 1898. Allerdings hat kein einziger Entwurf überlebt. Nach einer der Versionen, die eines Tages in seinem New Yorker Labor in der Houston Street entstanden, hörte Tesla ein undeutliches, niederfrequentes Brummen von draußen. Die Wände der Gebäude zitterten und... Stimmt, die Wände der Gebäude zitterten. Der ist voll drin beim Aufnehmen, ich schwöre dir. Fensterscheiben bebten. Der Effekt breitete sich schnell auf die benachbarten Straßen aus und die Menschen rannten verängstigt aus ihren Häusern. Der Erfinder war sich sicher, dass er durch die Beschleunigung des Geräts sogar die Erde in 2 Hälften spalten könnte. Als Tschüss, jetzt übertreibt er ein bisschen. Gefahr seiner Erfindung erkannte, zertrümmerte er den Generator mit einem Hammer und schwieg lange Zeit über die Gründe für das Erdbeben. Tesla hörte jedoch nicht auf, an tödlichen Waffen zu arbeiten. Von künstlichen Erdbeben ging er zu von Menschen gemachten Tsunamis über. Und schon 1907 berichtete die New York World über eine weitere militärische Erfindung von Tesla. Bei dem Video kommt es so rüber, als ob Tesla gerne die Welt zerstören würde. Was ist los mit dir, Bro? Er bot an, mit einer Fernsteuerung Sprengstoff auf offener See zu zünden. Dadurch sollten gewaltige Flutwellen ausgelöst werden, die leicht ganze feindliche Flotten vernichten konnten. Diese künstlichen Tsunamis zielten darauf ab, Kriegsschiffe absolut nutzlos zu machen. Tesla war sich auch sicher, dass man das Wetter auf dem Planeten kontrollieren konnte.
Er glaubte, dass man mit bestimmten Radiowellen das Erdmagnetfeld in der Ionosphäre manipulieren und so den Wind und damit auch das Wetter steuern kann. Safe. CIA-Dokument. Was haben die gesagt? Bis 2025, glaube ich, wollen sie das ganze Wetter auf der Erde kontrollieren. Tesla erhielt viele Patente für diese Ideen. Ja, man, voll das Framing. Irgendwie schon so ein bisschen, ne? Aber irgendwie auch krass, dass er an solchen Sachen überhaupt geforscht hat. So, warum? Man müsste jetzt nochmal eine andere Perspektive hören, so, weißt du? Vielleicht hat er diese ganzen Sachen auch erfunden, eigentlich für was Gutes, und hat dann gecheckt, okay, das könnte auch für böse Sachen genutzt werden, so ein bisschen. Bewies angeblich, dass das, wovon er sprach, tatsächlich funktionierte. Die Idee, das Wetter zu kontrollieren, mag ziemlich harmlos erscheinen. Aber in den Händen des Militärs könnte eine solche Erfindung zu einer Massenvernichtungswaffe... Harmlos, Digga? Die Idee, das Wetter zu kontrollieren, könnte harmlos sein, Bro? Also ich glaube, jeder Eingriff in die Natur ist negativ. Die Natur regelt sich von selbst. Gott regelt die Natur. Genauso wie auch die Tierwelt sich von selbst regelt und so. Sobald wir als Menschen eingreifen, dann haben wir nur immer einen schädlichen, also haben wir immer was Negatives ausgelöst, so. Auch wenn wir uns einschalten in Naturvölker und diese ganzen Sachen, so. Die leben in Harmonie, die leben gut, die leben nicht so wie wir, so. Und sobald dann irgendwie da eine Zuglinie durchgelegt werden soll durch deren Gebiet oder irgendwie da irgendeine Bodenschätze sind und wir die dann vertreiben aus diesem Gebiet, wir sorgen dafür, dass diese Gesellschaften und diese Zivilisation aussterben und dann irgendwie mit diesem menschlichen, was wir, mit diesem ekligen menschlichen, mit dem wir infiziert sind alle so, mit diesem Ego-Belasteten und diesem, Bro, wir sind, ich sag dir ehrlich, ich habe früher mal gesagt, wenn wir die letzten Völker infiziert haben mit diesem Scheiß, ist die Welt am Arsch so, weißt du? Es ist immer so, dass wir da die negativen Vibes reinbringen. Wir bringen zu den Indianern Radio, Alkohol, Zigaretten, Tabak, Spielen, Spielsucht. Diese ganze Scheiße bringen wir da rein, weißt du? Und dann gehen die kaputt und zerstören sich selber im Endeffekt so. Deswegen, alles was naturbelassen ist, sollte naturbelassen bleiben. Und wenn wir da versuchen, einen Effekt drauf zu haben und das zu verändern oder zu steuern, wird es immer nach hinten losgehen. Immer. Viele Menschen glauben, dass sie bereits aktiv entwickelt wird. Es geschieht einfach im Geheimen, denn in den 1977er Jahren beschloss eine UN-Konvention das Verbot von Experimenten in diesem Bereich. Trotzdem gilt die HARP-Anlage als eines der wahrscheinlichsten Klimawaffenprogramme. Es ist ein amerikanisches Forschungsprojekt, das im Frühjahr 1997 in Alaska an den Start ging. Ursprünglich sollte es die Polarlichter untersuchen und wie die Ionosphäre mit dem starken elektromagnetischen Feld interagieren. Doch schnell erlangte es den Ruf eines Projekts, das das Wetter und Naturkatastrophen kontrollieren kann. Die Anhänger der Theorie machten das HARP für das schreckliche Erdbeben vom 24. Oktober im Indischen Ozean verantwortlich. Ach krass. Als kamen bei der Katastrophe fast 200.000 Menschen ums Leben. Selbst diese Projekte können nicht als Teslas gefährlichste Waffe angesehen werden. Am 11. Juli 1934 erwähnten The New York Sun und The New York Times die neue, äußerst zerstörerische Erfindung des Wissenschaftlers. Tesla behauptete, die Welt stehe am Rande eines neuen Weltkriegs und die einzige Möglichkeit, diesen zu verhindern, sei die Entwicklung einer mächtigen, zerstörerischen Abschreckungswaffe. Er nannte seinen Prototyp Teleforce. Es war ein Projektor für geladene Wolframteilchen. Sie strömten durch elektrostatische Abstoßung aus einer Röhre und wurden mit Hilfe von Hochspannung und einem verstärkenden Sender beschleunigt. Nach Teslas Entwurf musste der Teilchenstrom 48 mal schneller als die Schallgeschwindigkeit sein. Er zerstreute sich nicht in der Luft und auch nicht in großer Entfernung. Nach dem Plan des Erfinders musste die Spitze Energiebündel von enormer Kraft aussenden, die eine Flotte von 10.000 feindlichen Flugzeugen aus über 300 Kilometern Entfernung zu Boden ringen konnte. Die Presse nannte sie Friedensstrahlen und Todesstrahlen zugleich. Tesla selbst... Genauso wie Friedenswaffen, Digi. Hey, Kinderslanger. Ey, was ist mit diesen Lasersachen, Bro? Ich habe irgendwas gehört, dass auch so komische... Also ich habe da irgendwas gesehen, dass gerade irgendwo, wo... Es gibt doch gerade viele Brände oder so, ne? Manche Leute sagen, da werden gerade irgendwelche Laser eingesetzt und so. Wo waren das nochmal? Er sagte, dass die Telefons nicht nur eine Idee auf dem Papier war. Er sagte, er habe seit 1900 an der Kanone gearbeitet und sie war angeblich gebaut und sogar getestet worden.
Im selben Jahr schrieb Tesla eine Abhandlung über die Waffe, die mit geladenen Teilchenstrahlen arbeitet. The New Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media. In dem Dokument beschrieb er die technischen Details seiner Superwaffe. Es wird derzeit im Nikola Tesla Museum in Belgrad aufbewahrt. Der Erfinder versuchte mit seiner Maschine das Interesse des US-Kriegsministeriums, des Vereinigten Königreichs, der UdSSR und Jugoslawiens zu wecken. Der Video-Creator macht gerade so, als ob Tesla wollte das, keine Ahnung, Digga, was wollte der denn damit erreichen? Warum sollte er diese ganzen Staaten kontaktieren, damit die seine Waffe benutzen, so weißt du? Das sieht jetzt hier in dem Video so ein bisschen aus, als ob der Tesla so ein Waffenerfinder war, der neue Waffen erfinden wollte, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Bisschen komisch geframed, finde ich. Er behauptete sogar, dass während der Verhandlungen versucht worden war, seine Werke zu stehlen. Glücklicherweise kam die Finanzierung für den Einsatz der Todesstrahle nie zustande. Aber niemand weiß, wie lange Teslas gefährlichste Erfindung noch unausgeführt bleiben wird. 1895 entdeckte Tesla, dass Magnetfelder Zeit und Raum erheblich beeinflussen und ihre Struktur verändern können. Gerüchte besagen sogar, dass er durch die Schaffung eines künstlichen Magnetfeldes ein Fenster in eine andere Dimension geöffnet hat. Oh shit, Alter. Zern it in man, Alter. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Also Frequenzen, Elektrizität und diese ganzen Sachen, Magnetfelder, ich glaube, die können echt einen heftigen Effekt haben. So. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn ein... Ich könnte mir sowas wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, in welchem Maße und so, also ob man dann wirklich in der Zeit reisen kann oder nicht, aber dass es einen Effekt auf die Wahrnehmung der Zeit haben kann und auf... Ja, Digga, keine Ahnung. Wer weiß, was alles möglich ist, Bro, weißt du, wie ich meine? Gleichzeitig die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen konnte. Und wahrscheinlich hat er sein ganzes Leben damit verbracht, eine Maschine zu entwickeln, der man solche Portale öffnen und sogar die Zeit kontrollieren kann. Das klingt unglaublich. Ja, das klingt sehr, sehr unglaublich. Das ist. Aber einige seiner Erfindungen waren ihrer Zeit so weit voraus, dass es nahe liegt, dass er sie nicht nur erschaffen, sondern auch... Aber es werden keine Portale erschaffen. Erfolg. Ich weiß es nicht, Digga. Ich kann dir da nicht sagen, was geschaffen wird, was nicht geschaffen wird. So. Ich weiß nur, dass Frequenzen und Energies und Elektrizität, Magnetfelder mächtig sind. Was man damit anstellen kann und was möglich ist, weiß ich nicht. Ich bin halt nicht... Ich bin kein Wissenschaftler so und habe mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich glaube, da sind einige Dinge möglich, die wir für unmöglich halten. ...eingesetzt hat. Das gesamte Leben des Erfinders ist von Geheimnissen, Rätseln und Mysterien umhüllt. Vielleicht ist es einfach noch nicht die richtige Zeit für sie. Was denkst du? Woher wusste Nikola Tesla so viel über die Zukunft? Crazy Video. Ich fand das Framing teilweise ein bisschen komisch auf jeden Fall, aber war schon ein crazy Video auf jeden Fall. Eure Gedanken unten in die Kommentare rein, YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.